Oh, leck, ist das warm hier drin. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der heißeste Tag vom ganzen Jahr. Was mache ich? Ich baue heute ein neues Restholzregal. Also, deswegen nicht wundern, warum ich hier öfters mal mein blaues Papier habe. Denn draußen sind knapp 40 Grad. Hier drinnen sind locker 6, 7 Grad mehr. Was werden wir heute machen? Relativ einfach. Wir werden ein neues Holzregal bauen. Also ein neues Holzregal für mein Restholz. Denn ich habe ja vor kurzem meinen Trommelsteifer rausgeschliffen. Jetzt will ich hier die Höhe wieder neu ausnutzen. Und ich möchte hier das ganze Zeug hier an diese Seite bringen. Da wo im Moment noch dieser Spindelschleifer steht. Denn das ist eigentlich ein toter Ecken. Da kann das Restholz ruhig hin. Dann will ich auch den Tag heute mal nutzen, um das alles mal so ein bisschen besser organisieren zu können. Und ich werde auch echt viel, viel ausmisten. Denn ich habe da Teile dabei. Die habe ich meistens fürs Drechseln aufgehoben, aber die werde ich niemals brauchen. Und mittlerweile ist es auch echt ein bisschen gefährlich. Gerade wenn hier was auf eine Bandsäge fliegt oder alles auf einmal runterfällt. Das ist einfach scheiße, das hier. Ich werde ein Rahmensystem bauen. Das könnt ihr ganz, ganz einfach zu Hause nachbauen. Ihr werdet ja gleich sehen, wie ich es bauen werde. Und das wird, wie gesagt, hier in dieser Ecke kommen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal damit an, um das Holz auszumisten. 19 Meter, T-Rex. Ihr seht, ich habe jetzt das ganze Holz mal rausgeräumt und hier kommt schon viel mehr Licht auf den Boden. Das macht mich super happy. Ihr werdet auch gleich noch den Vorher-Nachher-Effekt sehen. Und das Regal war am Anfang war es okay, aber irgendwann war es zu voll. Und jetzt werde ich es komplett runterholen, damit ich hier auch wirklich gutes Licht habe zum Arbeiten, denn das hier ist alles voller Schatten. Hier habe ich einen Scheiß festgeschraubt. Ach, das fand ich sogar noch genagelt. Jesus. Das haben ich aber sehr gut genagelt, merke ich. Ei, komm doch! Ha! Das ist doch auf den Anfall. So, und ihr seht, das hier macht schon einen riesen Unterschied. Krass, was das für einen Unterschied ausmacht. Ich werde jetzt als erstes damit anfangen, die Bohlen, die wir gerade abgeschraubt haben, erstmal auf ein gleiches Maß zu hobeln, denn die sind halt ein bisschen rund und wenn ich sie jetzt erstmal hobele, kann ich sie einigermaßen planen. Also sie müssen nicht plan werden, einfach nur gerade. So, die Bohle ist jetzt noch 32 mm stark und ich werde mir jetzt mal markieren, wie lang ich das Teil erstmal ablenken muss. Das ist zum Glück noch gerade das Maß, was ich an meiner Kreissäge ablenken kann. Das ist ja wundervoll. Wir brauchen nicht das ganze Brett, deswegen werde ich mir das jetzt mal passend auf Breite schneiden. Und wie wir das Ganze gleich genau und einfach dann noch fertig bekommen, zeige ich euch dann gleich. Ich habe nämlich eben an der Wand markiert, wo ich meine Fächer haben möchte. Und die kann ich mir jetzt einfach hier auf mein Brett übertragen. So, und zwar möchte ich ja ganz da oben eins haben. Das bedeutet, hier muss eine Querstäbe rein. Hier ist die Oberseite vom nächsten Fach. Hier ist die nächste Oberseite und hier wird es dann ungefähr sein. Also haben wir hier dann später vier Fächer. Unsere Fächer werden 6, also unsere Gegenstücke für hier rein, werden 6 cm breit. Das bedeutet, ich muss mir jetzt hier jeweils die Aussparung von 6 markieren, damit ich die gleich rausschneiden kann. So, als nächstes möchte ich die Hälfte vom Material wegfräsen. Ihr könntet das auch in der Tischkreissäge herstellen, aber ich will das mit der Fräse machen. Durchmesser ist 32. So, jetzt nulle ich als erstes mal die Fräse auf dem Holz. Voilà. So, das haben wir mal gemacht. Als nächstes hole ich mir erstmal zwei Schraubzwingen raus. Die werde ich noch brauchen. Hier mein Werkstück muss ich natürlich auch noch auf der Werkbank festspannen, sonst biegt man das gleich an den Ohren. Das wollen wir natürlich nicht. Das spannen wir jetzt hier einfach mal fest.
Ich nehme jetzt hier meine Oberfräse, die hatte hier einen geraden Anschlag. Das machen wir uns gerade einfach zunutze. Das hier ist der passende Abstand. Das werden wir uns mal ausmessen, wie viel das jetzt auch ist. 7 cm. So, und das können wir jetzt wegfräsen. Ich konnte jetzt hier vorne abmessen, wie weit ich hier meinen Winkel nach links oder nach rechts halt eben schieben muss. Das sind in meinem Fall 6,7. Das müsst ihr halt einfach mal ausmessen, je nachdem, was für einen Fräser ihr benutzt. Ich habe jetzt auch einen anderen reingemacht. Das ist auch ein relativ billiger, aber es ist halt ein richtiger Holzfräser. Also es funktioniert schon besser als mit dem Metallfräser. Ich habe jetzt gerade hier solche Vierkanthölzer zugeschnitten und die passen hier ja offensichtlich noch nicht rein. Das habe ich aber extra gemacht, denn ich werde mir hier die genaue Breite zurecht hobeln. Das bedeutet, ich schaue, wie viel hier noch fehlt. Fehlt hier? Ja, hier fehlt noch ein bisschen Luft. Das bedeutet, ich werde mir hier die Breite runterhobeln und dieses Stück hier ergibt halt immer direkt zwei Beine. So kann ich halt sicher gehen, dass die Breite hier passend ist. Und das werde ich jetzt hier bei allen machen. Oben und unten ist es natürlich nicht ganz so wichtig. Hier ist es eher so ein Formfaktor, damit es auch schön aussieht. Ich habe jetzt hier die passenden Streifen fertig geschnitten. Und hier dieses Teil müssen wir jetzt genau in der Mitte auftrennen, beziehungsweise ich schneide es weniger in der Mitte und schneide es dann nochmal. So, ich habe die ganzen Teile jetzt auf Breite, auf Länge zugeschnitten. Und jetzt brauche ich hier meinen Anschlag, denn den werde ich gleich benutzen, um das Material rauszutrennen. Und den stelle ich jetzt mir mal fix ein. Ich möchte, dass die alle ein bisschen spitz zulaufen, deswegen muss ich mir das jetzt auch erstmal markieren. Das soll etwa bis hier hingehen. Dann machen wir das jetzt mal ganz unkompliziert auf diese Art und Weise. So, das können wir jetzt alles ausschnibbeln. Schnibbeldibbeldilei. Wow, das Licht ist auf der Kamera jetzt schon so viel besser. Das freut bestimmt meinen Videocutter, den lieben Marius. Könnt ihr mich überhaupt sehen? Ah, jetzt könnt ihr mich auch sehen. So, die ganzen Teile werden wir jetzt schnell mit der Bandsäge runterschneiden. Ich nur noch die ganzen Teile miteinander. Das mache ich jetzt. And the next one.
So, ihr seht, die Stützen hängen schon. Nicht ganz, das werde ich euch gleich zeigen, wie ich das festmachen werde. Hinten die Stütze habe ich aber als mal festgemacht. Die ist auch mega stabil. Die seitliche Richtung natürlich nicht, aber nach unten ist sehr stabil. Aber die hier müssen wir jetzt erstmal ein bisschen vorbereiten. Dieser Halter für die Bretter, da muss ich mir jetzt die Plätze markieren, wo die Schrauben durchkommen. Und da kann ich das nicht überall markieren. Dann hier ist zum Beispiel der Halter vom Scharnier. Und glücklicherweise hängt hier das komplette Regalteil in der passenden Höhe schon hier an diesem Halter. Da habe ich gleich die Hände frei. Ich habe zwar bombastische Schrauben, die ich benutzen werde, um das ganze Teil festzuschrauben, aber die sind trotzdem nicht ganz lang genug, damit das Ganze stabil genug hält. Aus dem Grund brauche ich hier einfach ein bisschen das Material weg, damit ich mit der Schraube tiefer komme. Und jetzt kann ich noch die Löcher vorbohren, damit mir das Holz auch gleich nicht in der Wand reißt. Schauen wir mal, ob das Ganze auch passt. Ich muss natürlich darauf achten, dass die Türe noch aufgeht. Das sollte ich mir nicht verbauen. Da machen wir ihn mal fest. Make him strong. Ich benutze übrigens relativ stramme Schrauben. Das sind auch welche von Würth. Das sind 80er Schrauben. Die sind ziemlich stabil. So, ihr habt gerade gesehen, dass ich USB-Zug geschnitten habe und ich habe mich am Anfang so ein bisschen verschnitten, aber ich habe zum Glück noch genug Material da. Das ist alles andere als perfekt. Wir sehen hier kleine Abstände, aber das ist ein Werkstattprojekt, es soll schön aussehen und das tut's. Und es muss auch nicht perfekt sein. Ich muss hier diese Stütze mit der Schraubzwinge so ein bisschen rüberdrücken, denn der Pfosten, der das Ganze hält, der ist halt schief und deswegen ist auch das Kantholz hier weggedreht. Das ist aber überhaupt kein Problem. Das drücken wir gerade und verschrauben es dann. So, das Projekt ist jetzt fertig. Ihr seht, ich habe auch schon einiges an Holz eingeräumt. Und jetzt habe ich endlich mal wieder einen besseren Überblick über das Holz, was ich so habe. Das hier oben sind halt die richtig langen Stücke noch. Hier habe ich Esche, Buche, Robinie, alle Sorten von Hartholz. Die sind halt ungefähr von hier vorne bis hier hinten maximal lang. Und hier habe ich ein paar Plattenwerkstoffe. Und da unten das Fach ist bis jetzt noch leer. Und darunter ist auch noch ein bisschen Platz. Vielleicht kommen da meine zwei Systeme hin, die ich eh nicht so oft benutze. Und ihr seht hier oben, hier sind so ein paar ganz, ganz kurze Stücke. Die habe ich mit Absicht da oben nochmal hingelegt, obwohl ich ja jetzt hier ein eigenes Fach gebaut habe. Das sind nämlich alles so Abschnitte, die normalerweise zum Brennholz kommen würden. Aber das sind alles so schöne Formate und das ist alles so schönes Holz. Das kann ich halt noch zum Drechseln benutzen. Und da oben habe ich jetzt eine kleine Auswahl. Falls ich mal irgendwie einen runden Zylinder drechseln möchte, habe ich hier direkt ein fertiges Stück Holz. Das muss ich nur noch einspannen und drechseln. Und von daher ist das hier auch okay. Ich versuche das hier jetzt aber wirklich mal nicht überhäufen zu lassen, denn ich habe eben noch sehr viel weggeworfen. Das ist mir mal aufgefallen, wie viel Zeug ich behalten habe, obwohl das komplett gerissen ist. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch solche richtige Messies seid, was Restholz angeht. Ich auf jeden Fall ja. Aber mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm wie vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie dir dieses Holzregal gefällt. Ist richtig gut und es sieht auch schön aus. Und ihr habt halt vor allen Dingen auch hier
Platz. So könnt ihr halt auch wirklich hier vorne auf die Ecke auch noch Holz auflegen, wenn ihr hier solche Posten habt. Die stören meistens und dann könnt ihr es nicht gut benutzen. Das hier ist stabil genug für die meisten Fälle. Wie gesagt, viel Spaß beim Nachbauen. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir noch